So, damit heiße ich euch herzlich willkommen zur nächsten Runde. Jetzt fahren wir richtig in die Edertalsperre rein. Ich bin jetzt hier einmal so einen Bogen gefahren. Das ist halt einfach nur Bundesstraße, die geht einmal ringsrum um das Edertal. Aber ich glaube, hier sind wir jetzt so langsam. Genau, Ederstraße. Ja, irgend so eine riesige, lange, ewige Strecke, glaube ich. Die ist ein Stück. Ja, da können wir auf jeden Fall ein bisschen was erkunden. Und wird ganz cool. Ich denke mal, ich war noch in Bad Wildungen gewesen. Boah, die Straße. Junge, Junge, Junge. Da fackelt die Hütte. Hier über Wöhl, genau. Wöhl, Vöhl oder irgendwie sowas. Hier ist nämlich der riesige Edertalsee. Ne, der ist weiter hinten. Aber hier ist schon mal so dieses. Die Eder halt geht hier lang. Ist ein riesiges Tal. Berg hoch natürlich. Muss der sein, ne? Edersee. Ja, ist doch schön. Können wir hier uns mal ein bisschen was angucken. Mal gucken, wie lang die Strecke ist. Ey, wir haben so viel gesehen hier. Vor allen Dingen die Kennzeichen noch nie zuvor gesehen irgendwie. Ja, die Kennzeichen gesehen, die gibt's bei uns ja auch nicht. Noch nie gesehen, ne. Und wir sind hier von Frankenberg. Genau, da bin ich ja rumgefahren, von Frankenberg aus. Immer die Runde von Kassel, Frankenberg. Das ist ja auch nicht weit weg von hier. Oh, Berg hoch hier. Da müsste wieder Berg runter gehen nachher. Ist aber auch düster hier. Ey. Nee, nochmal, ne, die Strecke. Aber ich habe euch gesagt, wir fahren Berge. Und das ist nicht der Harz. Das ist einfach nur. Oh. Eieieiei. Mehr wie der Harz, finde ich. Aber wenn man sich so Deutschland anguckt, hat Deutschland mehr bergige Regionen als wie flache, ne? Oh, Alter. Hey, so was haben wir auch noch nie gehabt. So was haben wir auch noch nicht gehabt heute. Na, heute sowieso nicht, aber so generell so eine Berge. Also ich bin ja schon viel gefahren. Ah, das ist ja hier schon krass, hier diese Kurven hintereinander weg. Ey, kannst nicht schnell fahren. Und mein Navi zeigt 100 an. Klar, genau. Logisch. Ich freue mich schon, wenn wir im Mai runterfahren in die Pfalz. Also nach Rheinland, Pfalz fahren wir da. Bis nach Saarland runter. Das wird bestimmt auch eine geile Tour. Alles kann man ja nicht auf E-Mark zeigen. Das geht ja nicht. Viel zu viel. So, ich glaube, jetzt haben wir das geschafft. Fast. Fast. Oh, wie eine Rennstrecke hier.
Genau, Richtung Waldeck. Genau. Die Richtung ist das.
Wisst ihr, woran mich die Strecke erinnert hat? An die Schweiz, wo ich da lang gefahren bin. Ähnelt sehr, sehr nah auf jeden Fall. Ja, war eine echt schöne Strecke, muss ich sagen. Hier am Edersee entlang. Ja, das war es nämlich jetzt hier auch schon. Der See ist ab hier vorbei. Wir sind jetzt in, wie heißt es, Affoldern. Irgendwie so ganz komisch. Ja, und jetzt erstmal gucken, wo ich jetzt hier weiterfahre. Nach Richtung, ja. Bad Wildungen war ich vorhin. Ja gut, ich guck mal, ich bleib hier mal irgendwo stehen. Ja, gut. War auf jeden Fall eine schöne Strecke, muss ich sagen. Ne?